Ja, Sven, Glückwunsch zum Sieg. Das ist in der Bundesliga ab und an schon vorgekommen. In Düsseldorf hast du das erste Mal gewonnen. Ich denke, du bist sehr zufrieden mit dem heutigen Rennen. Ja, absolut. Das war wirklich wieder ein sehr spannendes Rennen. Also ich bin für meine Verhältnisse sehr stark geschwommen und dann mit einem kleineren oder eher größeren Effort auf dem Rad alleine habe ich die erste Gruppe noch erwischt. Und das ist natürlich für mich ein spezielles Gefühl, einmal in der ersten Radgruppe zu fahren und dann in der Spitze ganz aufs Laufen zu gehen. Da hast du am Ende dir ein kleines Duell mit deinem Mannschaftskollegen Justus Nieschlag liefern müssen. Warst du dir relativ sicher, dass du das für dich entscheiden wirst, oder wie denkt man dann während des Rennens? Nein, also da kann man sich wirklich nie so sicher sein, speziell auf der Sprintdistanz, da kann so viel passieren. Und wir sind dann eigentlich den größten Teil zusammen gelaufen, haben uns ein bisschen abgewechselt, auch bei diesem vielen Wind auf der Strecke. Und dann am Schluss habe ich versucht, mal zu testen, wie gut das er noch drauf ist, und konnte dann eine kleine Lücke aufreißen und diese habe ich dann bis zum Schluss verteidigt. Ich darf das sagen, weil ich noch älter bin. Du bist ja in dem Feld hier jetzt nicht mehr so der Allerjüngste. Hast du noch irgendwelche Tipps für die Jugendlichen vielleicht? Weil die rennen ja dann doch hinter dir her. Ja, also das ist, ob alt oder jung, also da muss man sich genau gleich durchsetzen. Also ich dachte, eigentlich mit dem Alter wird das ein bisschen einfacher, aber dem ist leider nicht so. Also du musst jeden Tag sehr, sehr hart arbeiten, du musst die Freude behalten, speziell im Training, weil Triathlon ist einfach so trainingsintensiv und da muss man wirklich viel Freude haben an diesem Sport, dass man da so lange dabei sein kann und auf höchstem Niveau immer noch, die anderen herausfordern kann. Aber ihr könnt auch zusammen feiern, weil als Team habt ihr auch gewonnen. Also von daher, heute der Sonntag wie immer für Buschhütten rundum gelungen. Ja, ich meine, es ist ganz, ganz speziell hier mit der Bundesliga, dass eben so diese Teamgedanke auch noch hineinspielt. Also das hat man sonst eigentlich nie bei den Rennen und darum gefällt es mir speziell gut hier in der Bundesliga, weil auch immer noch der Teamgedanke eine wichtige Rolle spielt. Vielen Dank.